Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bereits die Rechts- und Werteordnung des Grundgesetzes verbietet Diskriminierungen und verlangt Rechtsgleichheit. Um diesen Gedanken zu unterstreichen, hat die Große Koalition vor 10 Jahren das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz erlassen. Ich gebe zu, dass dieses Gesetz zu Beginn umstritten war. Aber mittlerweile ist das Gesetz in der Praxis angekommen. Es hat zu einer Änderung der Kultur im Arbeitsrecht, beispielsweise im Bereich der Ausschreibung, geführt. Und es ist in der Praxis gut handhabbar. Wenn jetzt Vorschläge auf dem Tisch sind, dieses Gesetz zu ändern, dann müssen wir uns die Frage stellen, ob diese Vorschläge notwendig und geboten sind und ob sie auch gut sind. Und meine Damen und Herren, beides ist im Ergebnis zu verneinen. Wir sollten am bewährten und guten Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz nichts ändern, sondern diesen Rechtszustand belassen. Ich will Ihnen das auch an 2 Beispielen erklären. Sie verlangen eine Ausdehnung der sogenannten Drittwirkung auf alle schuldrechtlichen Verhältnisse. Das bedeutet im Ergebnis, dass überall im alltäglichen Rechtsbereich, an der Kinokasse, im Supermarkt, im Mietshaus, ein Dritter, der Vermieter oder der Inhaber des Supermarktes, letzten Endes dafür haftet, wenn ein anderer, also ein Fremder, eine sexuelle Belästigung begeht. Und das bekommt die besondere Brisanz dadurch, dass das AGG bislang auch eine Beweislastumkehr vorsieht. Der Arbeitgeber muss im Augenblick beweisen, § 22, dass eine sexuelle Belästigung wesentlich nicht vorlag. Das ist im Bereich des Arbeitsrechts auch angemessen, weil dort auch ein besonderes Rechtsverhältnis besteht. Aber wenn wir das ausdehnen würden auf die gesamte Rechtsordnung, würden wir ein systemfremdes Element einführen und damit eine Haftung von Unbeteiligten einführen. Und das können wir nicht wollen, meine Damen und Herren. Ich bin auch skeptisch bei der Einführung eines Verbandsklagerechts. Ein solches ist wesensfremd und wir brauchen es im Ergebnis nicht. Die Behauptung und die Geltendmachung einer Rechtsverletzung liegt zunächst immer mal dem Einzelnen und dem Opfer. Und es gibt in Deutschland Opferschutzverbände, Pflichtverteidiger, Prozesskostenhilfe. Viele Punkte der Unterstützung, die es Menschen, die diskriminiert worden sind, möglich machen, auch zu klagen und zu ihrem Recht zu kommen. Und selbst die Antidiskriminierungsstelle des Bundes kann nach dem geltenden Recht Unterstützungsleistungen geben, wenn es um ein Verfahren geht. Deswegen bin ich sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, ein Verbandsklagerecht einzuführen. Weil hier haben wir tatsächlich ein Einfallstor für Missbrauch und auch für fach- und sachfremde Verfolgungen. Deswegen sollten wir den Weg des Verbandsklagerechts nicht gehen, sondern Opfern bestärken, ihre eigenen Rechte wahrzunehmen. Ich glaube, das wäre auf alle Fälle der bessere Weg. Die Regelungen, die die Linke und die Grünen heute vorschlagen, machen das Gesetz wesentlich bürokratischer. Und die Folge davon wird sein, dass die Akzeptanz dieses Gesetzes in der Gesellschaft sinken wird, dass ein gut eingeführtes System ad absurdum geführt wird und wir durch mehr Bürokratie im Endeffekt nicht weniger Diskriminierung, sondern mehr Ärger bekommen. Und ich warne auch davor. Ich warne davor, dass Sie das Zusammenleben in unserer Gesellschaft nicht unter dem Generalverdacht der Diskriminierung stellen sollten. Natürlich kommt Diskriminierung vor. Und das ist nicht schön. Aber ich glaube, dass die Bürger weiter sind als die Grünen. Das hat sich beispielsweise auch an Silvester gezeigt. Sie haben als allererstes Diskriminierung gesehen bei unserer Polizei. Wir haben Sicherheit und Ordnung gesehen. Tausende Frauen, die geschützt wurden. Das ist der Unterschied zwischen Ihnen und uns. Ich darf im Ergebnis sagen, dass dieses Gesetz sich bewährt hat. Es wird keine Verschärfung
und keine Änderung geben, sondern wir werden dieses Gesetz beibehalten, weil es insgesamt zu einem wichtigen Gut beiträgt, zu Rechtsfrieden in dieser Gesellschaft. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Dr. Dorothee Schlegel für die SPD-Fraktion.